Zack, zack, zack. Welle überstanden, 4.5.5. Ach so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Airplay. Heute mache ich die Begrüßung, weil der Izzy das verlernt hat. Hallo. Genau, ich habe das verlernt. Ich weiß nicht mehr richtig, wie man... Ich krieg's nicht mehr raus. War ja auch eine lange Zeit, dass du hier warst. Genau, also begrüßen funktioniert nicht mehr. Also auch privat, so hinter der Kamera, schaffe ich es nicht mehr, dieses Wort zu sagen oder auch die anderen Wörter, die dafür, die sinnmäßig das Gleiche ergeben. Die dafür zuständig sind. Ja, wie gesagt, heute Airplay und wir spielen Guns & Glory Heroes. Und das ist so eine Art Tower Defense, aber mit Heroes, die sich bewegen können, die Special Attacken haben. Krass. Und ja, so sind die halt unterwegs. Ne? Halten sie auf! Dann, schützen dann hier so ein Dorf und so. Aber wolltest du das erste spielen? Nein, du. Ich dann, ne? Ja, richtig. Na gut, dann mach ich das. Wir haben hier Ladies so Helden. First. So, das hier ist zum Beispiel hier so eine Art Nahkämpfer. Kannst du alle Helden benutzen oder nur einen? Ich kann alle benutzen hier. Drei Stück habe ich an der Zahl. Und Tower Defense ist das, wo die halt immer so einen Weg lang laufen so und ja, also du musst halt alle töten, die dürfen nicht zum Endpunkt kommen. Genau, da kommen immer so feindliche Enemies. Aber hier kannst auch so Sachen platzieren oder nur deine Helden? Ja, normalerweise kennt man das ja von Tower Defense, dass man irgendwie so Kanonen oder sowas platzieren kann. Da kommen sie schon! Da aber kommen du sie. Machst sozusagen nur die Helden, hast du sozusagen. So sieht das aus. Das ist natürlich krass. Können die auch da oben lang oder gehen die nur so ein... Ich weiß selber nicht. Also ich glaube, hier oben können die halt auch lang. Da ist halt auch noch ein Weg, ne? Eben, das vielleicht sollte ich wenigstens zur Sicherheit hier mal einen hinstellen. Falls es dann hart auf hart kommt, dass da die natürlich... Ach, ich kann mich auch ins Wasser stellen. Ja, vielleicht nicht mit jedem, aber mit... Oh, schon überstanden. Ich dachte schon, ich hätte versagt, weil... Ich dachte auch schon, die sind unten einfach so überrannt so. Genau. Aber nein, erste Welle. Aber erste von fünfen. Das geht ja noch. Ja, noch läuft bei dir auf jeden Fall, ne? Noch läuft bei mir, man weiß aber nicht. Gerade eben warst du ja schon ziemlich verzweifelt, ne? Vor der Aufnahme hast du ja ein bisschen versucht, dir das anzueignen. Das hast du auf Instagram geteilt, ne? Richtig, da sahst du richtig. Ich weiß ja nicht, ob man das einblenden kann, ne? Aber da sah richtig verzweifelt aus. Wir haben das mal kurz reingezockt eben und ja, ich bin nicht mehr aus dem Spiel rausgekommen. Jetzt pass auf, die sind nicht schlecht halt, ne? Die sind nicht schlecht? Also die sehen gut aus, aber ich glaube, sie sind schlecht. Aber ich möchte es nur mal so anmerken, also passt da lieber auf. Ich habe ja hier so Towers Defense Style. Hä, den habe ich doch eben hier hingesetzt. Da sollst du hin. Ja, eigentlich ja relativ gut, glaube ich, platziert. Und oha, was war das? Ja, das ist halt so eine Special-Attacke, die kam mir unten links aus. Ach, du kennst die alle schon. Zwei, hattest du ne? dann vorhin so Gewissensbisse so, nein, was habe ich getan, radioaktiv, alles verstrahlt und so. Ja. Ich denke immer, ich könnte hier nicht was, kann ich auch nicht. Ne, das kannst du halt nicht mit jedem dadurch, ne? Ach, nur der anderen. Kann durch das. Ja, habe ich dir vorhin auch schon gesagt. Und ja, das wüsste ich ohne, dass ich gespielt habe. Sie ist ein schlechter Zuhörer hier anscheinend. Mhm. Aber ich verstehe Ypsi überhaupt nicht den Grund, warum er denn da durch kann und wir nicht. Also er nicht. Und weil hat der höhere Gummistiefel an oder... Ne, vielleicht ist er einfach so wasserscheu, der hier oder so. Ah, wasserscheu, klar. Also ein richtiger Krieger, ein richtiger Hero in dem Spiel, aber er ist wasserscheu. Also da möchte er dann nicht rein. So. Kann doch sein. Ja. Ach, ich tippe immer aus Versehen, glaube ich, manchmal da so ein bisschen. Da kommt die nächste Welle mit 12 Leuten anscheinend. Okay. Und ja, wollen wir mal gucken, ob die wasserscheu sind, ne? Aber wenn es dann später schwieriger wird, gibt es bestimmt dann auch mal Gegner, die nicht wasserscheu sind. Glaubst du? Und dann wird es richtig hart. Ich glaube nicht. Glaubst du nicht? Nein. Gut, dann glaub haben wir ich ganz, ganz gute Chancen. Ich habe jetzt irgendwie hier alle Attacken aufgebraucht von dem. Ist natürlich ein großer. Wieso hast du das denn gemacht? Ja, um ein bisschen Spannung die einzubringen. Die braucht man für die späteren. Bestimmt, wenn ich gleich dran bin, haben wir das alles gar nicht mehr. So, jetzt passen wir auf. Ja, ich mache ja, jetzt ja, hier ja ein bisschen Rauch hin. Okay, ja, dann laufen die bestimmt aus Versehen in die falsche Richtung zurück, ne? Und das ist jetzt eine Art Stinkbombe. Hat er irgendwie gar nichts gemacht. Ja, ein bisschen was abgezogen, glaube ich, ne? Aber jetzt so. Wer weiß. So, das iPad wird auch schon ganz heiß. Sehr anspruchsvolles Spiel, auch für den Prozessor und die Hardware hier. Den stellen wir jetzt einfach mal mitten da drauf und machen hier mal ein bisschen Schutz und so. Und er, finde ich, sollte mal hier einfrieren. Das war ziemlich dumm, weil wenn die jetzt stehen... Ach, so doof war es gar nicht. Weil die pass ja auf, noch, dass du den nicht verlierst. Hat er nicht auch Leben, der da hinter hier unten ist? Nee, die haben kein eigenes Leben. Die haben nur mich hier als Imperator. Natürlich haben die Leben. Es steht aber über deinem Kopf. Na gut. Ja, aber nicht, dass er da oben stirbt. Da! Ja, der, guck mal, der du schickst ihn einfach hinten auf, tausende Menschen. Der macht das schon, guck, zack, hat er. Oha, der ist schon voll viel Leben verloren. Ja, aber das regeneriert sich ja. Sieg. Nicht. Das Sieg war natürlich. Ach, guck mal, jetzt kann man hier natürlich ja, nicht, Ausrüstung das Ganze verbessern. Funktioniert aber leider nicht, weil wir nur 35 Gold haben und erst ab 50. Ja, und Gold. Weißt du, woher 25 kommen? Die hat von ich dem ersten Level vorhin bekommen. Das hast du in der Vorbereitung, aha, als ich gemacht irgendeine Goldkiste geöffnet habe, die sich plötzlich geöffnet hat. Zack.
zurück. Wärst du in der Situation verzweifelt gewesen, hätte ich natürlich ein Foto gemacht und das auf Instagram geteilt. Jetzt geht's richtig los. Wir sind zu spät, Izzy. Seht euch das an. Sie haben so gut wie alles niedergemacht. Oh wei. So wie die Haters. Ja, von wo kommt ihr denn jetzt? Davon da oder kommt ihr denn von da? Ja, das weiß man ja nicht, ne? Sieht anscheinend, die kommen schwer von da. Sieht so aus, als ob sie... Von unten rechts kommen, in dem Fall. Oh, oder ob sie von da kommen. Nee, unten rechts, deswegen sind ja auch da schon diese... Deswegen habe ich den auch dahin geschickt. So, ne? Dann bleibt einfach da stehen. Aber ich würde mal sagen, wir tun mal dahin, so der Übersicht halber. Nee, lauf mal bloß weg. Und dann schicken wir die anderen aber auch nochmal hin. Aber es gibt hier jetzt nur einen Zugang, wenn ich das richtig sehe, ja? Ne, unten links können die auch herkommen, ne? Ach so, die können von beiden Seiten kommen. Ah, ich denke schon. Ei. Der ist schwer verwirrt. Kein Wasser da, wo er durchlaufen kann. Oh, da hängt er wieder ein bisschen fest. Ja, ich schicke ihn mal hier hin. Ich sag immer so, hier hin bitte. Hast du ihm jetzt gesagt, ne? Auf beide hier Seiten mit. Kann er dann halt schießen, weißt du? Mhm. Und, Oh, guck mal, er hat so einen Toten. Ah, ne, die haben alle am Anfang entschieden. Guck mal, ihn hier hin, der kann auch in beide Richtungen. Guck mal, der hat ja so einen riesigen Radius, den kannst du ja auch dann wirklich ein bisschen. Ja, ich stelle ihn jetzt einfach hier hin, weißt du, weil dann können sie halt, egal von welcher Richtung, kann beide kommen. Und den kann ich halt so flexibel versetzen zwischen da und da, weißt du? Boah, das ist sehr strategisch sehr ausgeklügelt von dir. War ja auch bisher sehr anspruchsvoll. Stell eine Falle auf, die bei Gegner Kontakt. Okay. Kann man eigentlich die Zeit vorspulen irgendwo? Da oben rechts vielleicht? Manchmal kann man das. Guck mal, ich könnte jetzt da drücken und dann sind sie direkt da. Echt? Ja. Dachte ich zumindest. Also irgendwie ist die Zeit da, sind sie doch. Weißt du, wenn man nochmal drauf drückt? Nichts. Dam. Du wartest jetzt richtig auf die und willst dir dann richtig den Damage da reinknallen, wenn die da um die Ecke kommen. Richtig fertig werden die gemacht. Nee, erstmal machen die einfach. Machst du ein paar, aber bei der Welle machst du auf jeden Fall Special Attacks oder sonst schaffst du das nicht. Oh nö, ich schaff das locker ohne. Ich schaff das richtig locker ohne, mein Lieber. Ich glaub nicht. Doch, pass auf, zack, zack und tot. Die werden halt spätestens bei denen, werden sie halt total zerstört. Ey, das klappt auch noch echt, ne? Natürlich klappt das. Die ersten Level sind noch nicht ganz so schwer. So. Oh, der ist aber... Der ist natürlich gut, ne? Jetzt, schick ich den noch lieber weg. Oh. Nee, der soll erstmal weglaufen hier. Ja, okay. War etwas, übermütig auch. Ja, richtig. Jetzt weglaufen. Ey, lauf weg, du! Scheiße, jetzt läuft er ins Dorf. Oh nein, oh mein Gott. Oh. In letzter Minute, Sekunde. Im letzten Tausendstel. Aber man muss sagen, Truhe zum Öffnen. Da, Goldmünzen. Zwei an der Zahl. Ja, bist schon bei 38 Goldmünzen. Mhm. Da können wir uns bald neue Stiefel kaufen. So, da kommen sie angelaufen. Man könnte jetzt auch eine Bombe setzen, ne? Aber was ist denn die Bombe? Das hier? Das war die Bombe, genau. Okay. Nein. Oh. Doch nicht. War sie nicht, aber das war doch eben... Schildwall auch nicht. Nee, das war was anderes. Ja, das Zeichen sah doch eben irgendwie so aus. Was ist das hier, eine Bombe? Wutanfall. Den kannst du ja gerne mal demonstrieren. Alles klar, 3, 2, 1, jetzt go! Oh nein, er bewegt sich gar nicht in der Zeit gerade hier. Du schießt aber. Nein, guck mal, der hat nur einen ganz kleinen Radius. Das hat jetzt eigentlich nichts gebracht. Nochmal! Jetzt nochmal! Oha! Jetzt aber. Hat auch nicht viel gebracht. War ein bisschen früh. Ich glaube, erst wenn richtig viele da sind an der Stelle, dann kann er den Wutanfall so richtig rauslassen. Egal, das war jetzt aber auch schon gut, weil so, weißt du, ganz locker, flockig. Was ist denn das da für eine Attack? Die sieht irgendwie spannend aus. Das ist ein Magiegeschoss, der schießt mit 3 Geschossen auf einzelne Gegner. Ah. So, dritte Welle, jetzt kommt schon die nächste hier. Ist das die perfekte Welle, die jetzt kommt? Kommt jetzt die dritte, das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag heute dafür. Lass ich einfach von ihr tragen, denke am besten gar nicht nach. Nee, mach ich nicht. Dann wüsste ich mich ja, also mit Nachdenken habe ich ja nicht viel am Mut. Eben. No. Who know? Ja. Das ist, glaube ich, diese Bombe. Detonationsfalle. Aber... Guck mal, wenn ich jetzt einsetze, so, ist auch nicht so klug, weil vielleicht nicht alle mitgenommen werden davon, weißt du? Steht ja eigentlich irgendwo, wie viele Wellen noch kommen? Mm. Wie viele perfekte zum Beispiel? Ich glaube, wir sind gerade bei 3 von 3, bin mir aber auch nicht sicher. Wenn ich das jetzt mal auswähle hier und das mache ich jetzt einfach mal hier hin. Hier! Welle! Detonations... Ah, da ist die Welle! Oh, lauf weg! Vorsicht! Ja, gehen alle kaputt! Und? Jetzt! Hä? Explodier! Hey, das war doch einfach nur ein Item, was sie gedroppt haben. Ach so? Nee, siehst du, das war eine Welle. Hast du gerade gesehen? Alles explodiert. Alles kaputt gegangen. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Und das ist eine Rauchgranate. Ja, die ist gut. Nee. Wir machen lieber mal den hier wieder. Zack, 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 zack. Ja, passt auch. Zack, zack, zack. Welle überstanden. 4 von 5. Ach so. 4 von 5. Das heißt, jetzt kommt die letzte. Aha. Das heißt, aber jetzt warte, 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 warte. Ich warte. Ich spüre eine Präsenz. Der Magus, der dunkle Magus, er kommt, die dunklen Elfen sind hier. Kommen die jetzt von beiden Seiten? Nee, wieder nur von einer, wieso denn? Weil... Ja? Das ist ja viel zu leicht für mich. Ja, das ist halt jetzt, ich glaube das dritte Level ist das, ne? Ja. Das ist ja dann noch, ne?
Wer weiß, in 18 Leveln kommen die wahrscheinlich von 6 Seiten. Guck mal, ich mach dir hier, die kommen gar nicht voran, weißt du, ich direkt hier am Anfang. Ich kann ja schon mal direkt die Welle starten da oben. Ich danke dir. Ja, was ist denn das hier für ein leckeres Ding? Das heiliger Schock. Der Sinne heilige Energie. Den würde ich zum Beispiel ganz gerne mal sehen. Okay, mach ich mal was auf und. Ah, das war das Falsche. Ah, ach, das war unten der? Der hier. So, und. Heiliger Schock! Achso, ja, das ist ja, das hab ich ja eben auch ein paar Mal gemacht. Okay. Nochmal, heiliger Schock! Ja, das war der Sieg. Sieg. Wunderbar, ich bin begeistert. Das war höchst anspruchsvoll bei der heutigen Folge App Play. App Play. Wie heißt die App? Ganzen Glory Heroes. Jetzt auf einmal, ganze Glory Heroes. Das fällt mir plötzlich. Auf einmal, ne? Das war einmal da. Da war irgendwie eine gedankliche Blockade davor, ne? Aber jetzt ist er wieder da. Ganzen Glory Heroes haben wir hier gespielt im heutigen App Play. Wie hat euch die App gefallen? Schreibt es in die Kommentare. Ich fand's ganz cool. Die Anfangslevel waren natürlich jetzt noch ein bisschen einfach. Aber das wird dann mit der Zeit sich steigern und ich kann mir da vorstellen, dass ein gewisses Suchtpotenzial vorhanden ist. Durchaus. Vielleicht kriegt man noch mehr Helden dazu. Ich weiß nicht, das waren jetzt, glaube ich, 3. Richtig, und dann muss ja irgendwann den ganzen Bildschirm kontrollieren. Und vor allem genau. Special Text. Irgendwann spielt man das dann über 6 iPads verteilt und dann laufen die von da und dann da und dann da. Wir ziehen das auf jeden Fall jetzt wieder mega in die Länge. Checkt auf jeden Fall auch den Kanal vom Denadest unten in der Beschreibung. Mein Kanal ist auch unten und schaut nächste Woche Montag wieder vorbei oder morgen im Let's Play oder wie auch immer. Ciao. Macht's gut.